Dann kommen wir als Nächstes zu Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Stärkung von Investitionen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch ein Wohnrauminvestitionsprogramm, zusammen mit Tagesordnungspunkt 62, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz setzt positiven Kurs für mehr bezahlbaren Wohnraum zielgerichtet fort, Drucksache 6194 aus 19. Zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat das Wort Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Sozial geförderte bezahlbare Wohnungen zu schaffen, ist derzeit eine der wichtigsten Herausforderungen in Hessen. Besonderer Wohnungsbedarf besteht im Ballungsraum Südhessen. In Nordhessen ist vor allen Dingen der Großraum Kassel betroffen, und in Mittelhessen sind es die Hochschulstädte. Aber auch in ländlichen Regionen gibt es Bedarf an Wohnungen, hier insbesondere im Innenbereich kleiner Kommunen, wo Häuser lange leer stehen und deshalb nicht mehr nutzbar sind oder wegen mangelnder Modernisierung und Verkauf der Eigentümer nicht mehr attraktiv sind. Hier muss und hier kann die Landesregierung gegensteuern. Die soziale Wohnraumförderung bildet deshalb weiterhin das Rückgrat dieser hessischen Wohnungspolitik, meine Damen und Herren. Wir haben die Fördermittel während dieser Wahlperiode bereits kräftig aufgestockt, im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode vervierfacht auf die historische Summe von 1,7 Milliarden €. Und um es Ihnen mal ein bisschen plastischer zu machen, mit diesen Mitteln können wir rund 17.000 Wohnungen fördern in Hessen. Und mit der Eigenkapitalerhöhung der nassauischen Heimstätte kommen noch einmal rund 5.000 Wohnungen dazu. Das sind 22.000 neue bezahlbare Wohnungen in Hessen. So viel hat noch nie eine Landesregierung in so kurzer Zeit geschafft. Wir finanzieren damit unterschiedliche Programme, die auch auf die unterschiedlichen Bedarfe der sozialen Wohnraumförderung zugeschnitten sind. Das ist ja besonders wichtig. Das betrifft auch die Wohnraumförderung durch das Kommunale Investitionsprogramm, kurz KIP genannt, das bislang noch in Kraft ist. Dieses war darauf ausgerichtet, die Investitionstätigkeit der Kommunen langfristig und nachhaltig in den Bereich Wohnungsbau zu fördern und diese bei den notwendigen Weichenstellungen für die Zukunft auch gut zu unterstützen. Von den knapp 5.000 Wohneinheiten, für die in den Jahren 2016 und 2017 Fördermittel bereitgestellt werden konnten, insgesamt entfielen allein 1.500 auf das bisherige KIP. Und weil das so erfolgreich war, so besonders gut angenommen wurde von den Kommunen, freue ich mich heute, das Nachfolgeprogramm, das Wohnrauminvestitionsgesetz, jetzt kurz WIP genannt, in den Landtag einzubringen. Mit diesem Gesetz stellen wir ab 2019 wiederum 257 Millionen € an Fördermitteln bereit. Das WIP ist für Kommunen besonders attraktiv, weil es wie das bisherige Programm auch schon keine Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfordert. Damit wird es besonders schnell abgerufen. Außerdem wird im Vergleich zum normalen Mietwohnungsbau auch der Erwerb von Nichtwohngebäuden durch Kommunen mit dem Ziel der dauerhaften Nutzung als Wohnraum gefördert. Deshalb ist es auch für kleinere Kommunen besonders attraktiv, um dort Bestandsnutzung
in den Kommunen herzustellen und tatsächlich auch ältere Gebäude wieder dauerhaft zur Wohnnutzung herzustellen, und zwar für bezahlbare Wohnungen im Innenbereich, sodass die Dörfer und Orte auch wieder attraktiv werden. Das ist, glaube ich, der besondere Charme auch dieses Programms. Das Wohnungsinvestitionsprogramm funktioniert unbürokratisch und führt damit schnell zu neuen Wohnungen. Rund 2.750 werden es allein durch dieses Programm etwa sein. Und deshalb ist es eine der neuen wichtigen Maßnahmen, die wir auch in unserem Masterplan Wohnen entsprechend aufgeführt haben. Wir setzen damit mit den 257 Millionen € zusätzlich die kontinuierliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit 300 Millionen € jährlich fort. Das ist das Niveau, auf das wir die Wohnraumförderung bekommen haben, 300 Millionen € jährlich, und das für die nächsten Jahre. Das kann sich wahrlich sehen lassen, auch im Verein der anderen Bundesländer. Aber damit nicht genug. Zusätzlich werden wir noch in diesem Jahr im Bereich des sozialen Wohnungsbaus neue und noch attraktivere Förderrichtlinien beschließen. Wir werden beispielsweise die Fördersätze erhöhen und neue Fördervarianten mit längerer Bindungsfrist einführen. Das ist besonders wichtig, dass künftig die Wohnungen nicht mehr so früh aus der Bindung fallen und wir das Problem haben, hinterher dann immer neue Sozialwohnungen zu bauen, weil so schnell kann man sie nicht bauen, wie sie dann aus der Bindung fallen. Also, das ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich ist es notwendig, dass wir Bauflächen zusätzlich mobilisieren. Dafür hat das Land Hessen die Baulandoffensive bei der Nassauischen Heimstätte als Tochter gegründet, und die Baulandoffensive ist erfolgreich. Zwei kommunale Projekte, zwei von 19, die zurzeit in der Bearbeitung sind, Heusenstamm und Kassel, habe ich mit den entsprechenden politischen Vertreterinnen und Vertretern der Städte in einer Pressekonferenz vorgestellt. 19 Flächen haben wir in der Bearbeitung bei 15 Kommunen. Das ergibt ein Potenzial allein von zusätzlich 6.250 Wohnungen, wenn das alles klappt, meine Damen und Herren. Und das ist noch außerhalb der Fördersummen, die wir mit den Wohnungen, die wir mit den 1,7 Milliarden € finanzieren können. Viele Kommunen kennen aber leider ihre eigenen Potenziale noch gar nicht genau, wo sie Bauflächen noch innerorts haben, die sie entsprechend auch mobilisieren können. Und mit einem entsprechenden Kataster für Baulücken und Innenentwicklungsflächen können diese Potenziale identifiziert werden. Der Planungsverband, der Regionalverband, Entschuldigung, hat ein solches computergestütztes Tool bereits, und wir sind in Gesprächen mit dem Regionalverband, wie man dieses Tool auch für andere Kommunen nutzbar machen kann, weil das wäre wirklich ein toller Effekt, wenn die Kommunen wüssten, wie sie da auch vorgehen könnten. Wir werden einen neuen Fonds gründen und dann speisen mit 60 Millionen €. Da wird das Land Hessen Grundstücke kaufen, gerade im Ballungsraum Rhein-Main und Südhessen, und mit Konzeptvergabe zur Wohnbebauung in Erbpacht vergeben. Im Bestand wiederum, auch das ist wichtig, sichern wir Sozialwohnungen, die sonst aus der Bindung fallen.
Mit 17 Millionen € sind das 1.800 Wohnungen für ca. 3.780 Menschen bis zum Jahr 2020. Auch das ist eine wichtige Botschaft. Auch das ist eine wichtige Botschaft für die Menschen, die im Bestand Wohnungen suchen und nicht darauf warten können, dass neue gebaut werden. Meine Damen und Herren, das heute von mir eingebrachte Wohnungsinvestitionsprogramm als Gesetz ist ein wichtiger Baustein in einer ganzen Palette von Maßnahmen, die aufeinander aufbauen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen. Und ich freue mich auf die konstruktiven Beratungen mit Ihnen im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächstes hat sich jetzt zur Geschäftsordnung gemeldet Herr Kollege Rudolph. Moment. Herr Präsident, ich habe nur eine Verständnisfrage, weil das, was die Verabredung war, auch der Fraktion, dass es der Setzpunkt der Grünen sei. Und deswegen frage ich, ob ich da noch richtig liege, weil die Ministerin bringt jetzt einen Gesetzentwurf der Landesregierung ist. Und vorhin wurde gesagt, als eine Kollegin nach der Regierung redet, das sei nicht respektvoll. Jetzt macht man Setzpunkt der Fraktion, jetzt redet die Regierung. Also wir sind jetzt beim Setzpunkt der Grünen, nur dass ich das nachvollziehen kann, ob ich da richtig liege. Sehr geehrter Herr Kollege Rudolph, die Tagesordnung liegt Ihnen vor in der vereinbarten Reihenfolge. Die arbeiten wir ab. Die ist auch von der Präsidentin so aufgerufen worden. Um letzte Missverständnisse auszuräumen, darf ich darauf verweisen, dass § 70 Absatz 1 der Geschäftsordnung regelt, dass Mitglieder der Landesregierung jederzeit das Wort bekommen. Und genauso verfahren wir. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas zu beanstanden gibt. Ansonsten bitte ich um nähere Mitteilung. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Moment. Gedulden Sie sich bitte einen Moment. Das Wort hat. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte es nur klarstellen. Wenn der Herr Kollege Rudolph in der parlamentarischen Geschäftsführerrunde aufgepasst hätte, hätte er gehört, dass wir das Gesetz, den Gesetzentwurf der Landesregierung zum Setzpunkt erhoben haben und dass es ein ganz normales Vorgehen ist. Respektvoll, ja. Gut. Ich nehme das zur Kenntnis, Herr Kollege Frömmrich. Ich kann nicht erkennen, was da für eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung war. Und falls es noch Wortmeldungen zur Geschäftsordnung gibt, bitte ich, die dann auch darauf zu beziehen. Ansonsten gebe ich jetzt endgültig das Wort an Frau Kollegin Förster-Heldmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Setzpunkt der Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist ein erklärtes Ziel dieser Landesregierung. Wir haben mit dem Masterplan Wohnen ein umfangreiches Paket für bezahlbares und lebenswertes Wohnen in Hessen geschnürt. Und ein wichtiger Teil davon ist das KIP mit dem Programm Teil Wohnen. Dieses Programm, ausgestattet mit 230 Millionen €, ist so erfolgreich, weil es so flexibel ist. Also gut, ich habe mir eben schon gedacht, die Debatte fängt ja gut an. Mit einer Geschäftsordnungsdebatte ist immer irgendwie ein super Eintritt. Also ich mache jetzt mal mit meiner Rede weiter. Vielen Dank, liebe Kolleginnen. Es geht nämlich darum, dass es nicht nur neuer Wohnungsbau gefördert wird. Nein, es werden auch Gebäude zu Wohnraum umgebaut werden können und es können Gebäude erworben werden. Und es kann auch Wohnraum durch Sanierung geschaffen werden. Und dieses Programm, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Programm steht allen hessischen Kommunen zur Verfügung und wird gut angenommen, weil die Bedingungen dafür sehr gut sind. Die Darlehen ohne Zinsbelastung für Kommunen, das ist bislang einzigartig in Hessen, und das ist gerade aktuell deswegen sehr bedeutend, weil wir feststellen können, dass die Zinsen wieder steigen.
Und Kommunen haben damit Planungssicherheit sowie ein unbürokratisches Genehmigungsverfahren. Alles in allem eine große Hilfe für die Kommunen, um schneller bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich denke, die eindrücklichen Zahlen der Ministerin, die Sie gerade geliefert haben, wirken jetzt auch noch nach, auch bei Ihnen, hoffe ich doch. Und mit diesem KIPP-Programm sind bereits Wohnungen geschaffen worden, und das zeigt, dass dieses Programm wirkt. Um die weitere Förderung dieses erfolgreichen Programms zu gewährleisten, soll es nun in ein Gesetz gegossen werden. Und dieses neue Gesetz macht es möglich, weitere 257 Millionen € über das Jahr 2019 hinaus zur Verfügung zu stellen. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Kommunen. Und damit können sie auf eine gesetzlich verbindliche Förderung bauen. Und das ist der wesentliche Punkt in diesem Gesetz. Und deshalb wichtig. Weil es selbstverständlich darum geht, Bautätigkeit weiterhin zu fördern und die Welle des Bauens, die jetzt quasi sozusagen angelaufen ist, die sich aufgehört, auch dass diese Welle weitergetragen wird und dass wir weiterhin erfolgreich Wohnungen bauen können. Und wie Sie wissen, ist das Inkrafttreten eines Programms davon abhängig, dass es mit aller Konsequenz durchgeführt wird. Und genau das machen wir. Die Kommunen und Kreise können sich darauf verlassen, dass es weitergeht mit der guten und verlässlichen Förderung des sozialen Wohnungsbaus hier in Hessen. Und in unserem Paket für mehr Wohnraum stecken außerdem 1,7 Milliarden €. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zahl muss man wirklich oft erwähnen, weil sie bedeutet einen echten Meilenstein in der Wohnungsbaugeschichte dieses Landes Hessen. Und dieses Geld ist besonders dafür da, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen und auch für studentischen Wohnraum zu sorgen. Und wir haben auch weiter sehr gute, attraktive Programme geschaffen, die das Wohnen lebenswert machen. Vielfältige Maßnahmen werden zu einem Gesamtkonzept. Und das ist das Wesentliche dieser Politik, die die Ministerin im Augenblick verabschiedet hat und die wir auch umsetzen. Viele Maßnahmen machen ein gutes Gesamtkonzept. Und dazu kommen die Städtebauprogramme, die für das Soziale und Ökologische sorgen, mit mehr Grün in den Städten, mit aktiven Ortskernen, sozialem Zusammenleben in den Quartieren. Auch das wird ermöglicht. Und es gibt einen großen Bedarf in Südhessen, haben wir bereits gehört, an Wohnungen. Und es geht aber dabei auch um ganz Hessen. Also auch um den ländlichen Raum. Und deshalb auch sind auch die ländlichen Gebiete mit eingebunden über ein umfangreiches Dorfentwicklungsprogramm. Nachhaltige Dorfentwicklung. Nachhaltige Dorfentwicklung ist ein Anreiz für ländliche Gemeinden, Revitalisierung der Ortskerne anzugehen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu gewährleisten. Denn für uns ist das Wohnen mehr als ein Dach über den Kopf und bezahlbares Wohnen, aber auch gut Wohnen in einem lebendigen Quartier ist ausgesprochen wichtig und immer Kern dieser Politik. Der Masterplan enthält auch weitere gute Ideen, z.B. Landesliegenschaften für alternatives Wohnen spielen dabei eine genauso große Rolle wie finanzielle Förderung gemeinschaftlicher Wohnprojekte oder die landesweite Beratung für gemeinschaftliches Wohnen. Z.B. Gründungsgutachten, finanzielle Unterstützung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, das ist schon lange nicht mehr allein das Thema der Metropolen. Besonderer Punkt. Hier liegt auch eine große Chance, gerade auch in den ländlichen Gebieten, wo es darum gehen muss, Zusammenleben vielleicht auch in Zukunft neu zu denken und neu zu organisieren.
Für die vielen Maßnahmen, die alle ineinander greifen, ist es notwendig, auch immer wieder Geld zur Verfügung zu stellen. Und genau das machen wir jetzt mit dem Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz. Eine besondere Rolle spielen dabei die öffentlichen Wohnungsunternehmen, die ja durch die Bank Bestandhalter sind. Erwiesenermaßen ist es ja so, dass gerade die Bestandhalter und die großen Unternehmen mietdämpfend wirken. Dabei spielt z. B. die Mietdeckelung der ABG nur eine nachrangige Rolle, da das Mietniveau der ABG, ich wollte dem Herrn Siebel schon einmal vorgreifen, sowieso relativ hoch ist und alle anderen Wohnungsbaugesellschaften sich wünschen würden, solchen Mieten nehmen zu können. Auch dass jetzt verstärkt private Investoren für den sozialen Wohnungsbau gewonnen werden, ist nicht nur ein Erfolg des Geldes, sondern die Bereitschaft und die Erkenntnis, dass im Bereich Wohnen und Wohnungsumfeldentwicklung alle Akteure gefragt sind und alle Akteure gemeinsam an diesem Projekt arbeiten müssen. Lassen Sie uns also gemeinsam daran weiterarbeiten, die vorhandenen bezahlbaren Wohnungen zu erhalten und den Neubau zu unterstützen. Die Vielfalt der Maßnahmen ist wichtig. Und es geht eben nicht nur darum, Geld auf den Markt zu schütten. Das Geld muss auch gestaltend wirken können. Und das tut es, und daran arbeiten wir. Es wird gebaut, es werden Gelder abgerufen. Und ich betone nochmals, die Wohnungsbaupolitik der Landesregierung ist nicht nur darauf angelegt, in die Metropolen möglichst viel Geld zu bringen, sondern die Fördermittel für die ländlichen Gebiete und die mittelgroßen Kommunen müssen ineinandergreifen. Also, wir haben gute Programme, wir haben so viel Geld wie nie für den geförderten Wohnungsbau. Und hier geht es mit dem Wohnungsinvestitionsprogrammgesetz jetzt weiter. Wir packen die Probleme an und arbeiten Stück für Stück dafür, dass alle Menschen in Hessen gut und bezahlbare Wohnungen bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Erlauben Sie mir eine Bemerkung zwischendurch. Mir ist eine Beanstandung vorgetragen worden, dass ich Frau Kollegin Förster-Heldmann an dieser Stelle das Wort gegeben habe. Ich darf darauf verweisen, dass es in diesem Hause so geregelt ist, dass bei einem von einer Fraktion angemeldeten Setzpunkt als erstes der Vertreter, die Vertreterin der entsprechenden Fraktion spricht. Genauso habe ich verfahren. Wem das nicht als Begründung ausreicht, dann darf ich auf § 69 der Geschäftsordnung hinweisen. Danach wird die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner durch den Präsidenten bestimmt. Daran halte ich mich und werde ich mich auch in Zukunft halten. Wenn es Aussprachebedarf dazu gibt, steht dazu der Ältestenrat zur Verfügung, aber auch nur der Ältestenrat. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Siebel für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Norbert Schmidt, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde. In welcher Situation wir uns befinden, also wir sind ja momentan in so einer Hybrid-Diskussion zwischen Einbringung eines Gesetzentwurfs und dem Versuch einer weiteren wohnungsbaupolitischen Diskussion. Deshalb werde ich das auch genauso hybridmäßig meiner Ansicht nach jetzt vorlegen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein relativ marginaler Teil dessen, was Sie in Ihrem behaupteten Masterplan Wohnen darlegen. Und deshalb will ich mich mit diesem Masterplan Wohnen auseinandersetzen.
Ich will aber vorweg noch einmal schicken, und deshalb nehme ich auch gleichzeitig Bezug auf den Antrag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU, dass in diesem Antrag Sie die Realitäten offensichtlich auch noch nicht wahrgenommen haben. Die Realitäten sind, dass wir seit 1999 dass die Anzahl der Sozialwohnungen von über 178.000 auf 93 gefallen ist und mit Verlaub in der Zeit der Verantwortung von Schwarz-Grün auch um 20.000 Wohnungen. Das heißt, Ihre Maßnahmen scheinen offensichtlich nicht zu greifen. Der Trend ist nicht umgekehrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns hier Zahlen um die Ohren hauen, noch und nöcher. Aber wenn Sie einmal rausgehen zu den Menschen in diesem Land und die fragen, was Sie denn davon halten, wie viel Prozent an Miete Sie von Ihrem Nettoeinkommen bezahlen, und wenn in Offenbach 45%, in Frankfurt 42%, in Darmstadt 38%, gemessen angeben, dass das die Quote ist, die Sie an Miete bezahlen von Ihrem Nettoeinkommen, dann sind das die Realitäten draußen im Land und nicht ein behaupteter Masterplan Wohnen. Und Frau Staatsministerin, das Drama dessen, was Sie auch sozusagen jetzt hier zu vertreten haben, ich meine, ich kann es ja verstehen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, ist doch, dass wir seit vielen, vielen Jahren fordern, dass die Förderrichtlinien verändert werden. Wir haben in jeder Novelle des Wohnraumfördergesetzes gesagt, dass sich die Einkommensgrenzen verändern würden. Wir zumindest seitens der Sozialdemokratie haben in jeder Novelle des Wohnraumfördergesetzes gefordert, dass die Bindungsdauern verlängert werden. Sie haben daran festgehalten, wahrscheinlich getragen von den Forderungen der CDU, dass wir bei den 5 Jahren bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn Sie dann sozusagen als Notnagel in den letzten 2 Jahren als einen Teil von originären Landesmitteln die 4,57 Millionen € eingesetzt haben, um Bindungen zurückzukaufen, dann ist das ein Widerspruch in dem, was Sie jetzt angekündigt haben, und dem, was Sie momentan machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil es von keinem Redner und keiner Rednerin bisher, keiner Rednerin, Redner hatte ja noch nicht die Chance, angesprochen worden ist, wir haben einen eklatanten Mangel an Studentenwohnungen. Es fehlen nach wie vor 10.000 Studentenwohnungen, und Sie verweigern sich unserer permanent vorgetragenen Forderung, ein neues 15-Millionen-Programm aufzulegen, um wenigstens einen Teil dieser notwendigen Studentenwohnungen auch bauen zu können. Das sind die Fehler, das sind die Defizite, die wir auf dem Tapet liegen haben. So. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich mich einmal mit dem Masterplan Wohnen auseinandersetzen. Das machen Sie ja, sagen wir mal, PR-mäßig professionell. Keine Rednerin und kein Redner der GRÜNEN, kein Redner der CDU vergisst, dass 1,7 Milliarden € dem Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Und jetzt gehen wir einmal in die Einzelheiten dieses Masterplans Wohnen rein. Erstens. In den Jahren 2015 bis 2020 stehen Kompensationsmittel des Bundes 372 Millionen € zur Verfügung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Mittel des Bundes, die durchgereicht werden. Das sind keine originären Landesmittel. Das sind schon einmal 372 Millionen €, die nicht auf Ihr Konto gehen, sondern die auf das Konto gehen einer Vereinbarung zwischen den Ländern und dem Bund. Damit können Sie sich nicht schmücken. Zweiter Punkt. Als eine besondere Unverschämtheit empfinde ich die Tatsache, dass Sie das Sondervermögen bei der BI-Bank, das momentan pro Jahr 127 Millionen € beträgt, also sozusagen zur Erklärung, das ist so ein Topf Geld, aus dem werden Darlehen vergeben für den Wohnungsbau, und dann müssen diese Darlehen wieder zurückgezahlt werden, und das Land macht eine Zinsvergünstigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Zinsvergünstigung.
Und Sie haben die Frechheit, in Ihrem Masterplan Wohnen zu behaupten, die 127 Millionen € mit 6 zu multiplizieren. Darauf kommen Sie dann auf 762 Millionen €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, davon bleiben nur übrig die Zinsvergünstigungen, die roundabout 18 Millionen € ausmachen. Das heißt, ein so groß aufgeblasener Luftballon schrumpft zusammen auf eine kleine Erbse, die Sie sozusagen jetzt versuchen, hier zu verkaufen. Und der dritte Punkt ist das Kipp. Und ein Teil des Kipps beraten wir momentan, nämlich die Summe, die für 2019 und 2020, die Sie übrigens schon eingerechnet haben in Ihren wunderbaren Masterplan, die wir jetzt in ein Gesetz gegossen haben. Und auch in diesem Kipp ist die Realität die, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es lediglich um den Erlass der Zinsen gegenüber den Kommunen geht, nicht einmal um die Tilgung der Darlehen, die die Kommunen gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie diese Summen bezeichnen, als das steht dem Wohnungsbau zur Verfügung, dann kann ich der Wahrheit halber sagen, Sie bewegen so viel Geld Ihres, das der Bank und das des Bundes. Aber für den realen Wohnungsbau dieser Landesregierung stand und steht in den Jahren 2015 bis 2019 65 Millionen € zur Verfügung. Das sind 10 Millionen € pro Jahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nach meinem Verständnis ein Armutszeugnis für die Wohnungsbaupolitik in Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich habe etwas vergessen. Ich muss jetzt auch etwas Lobendes sagen. Es gibt originäre Haushaltsmittel neben den Zinsermäßigungen, die ich benannt habe. Das sind die originären Haushaltsmittel von 4,3 Millionen € in 2017, und die sind jetzt in 2019 auf 4,75 Millionen € angestiegen. Das sind originäre Landesmittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, davon sind 4 Millionen € für den Rückkauf der Bindungen. Ich habe darauf hingewiesen, wo da der Widerspruch ist. 500.000 € für die Baulandoffensive, die ich sehr begrüße, und der Rest ist für Gutachten, die ich auch nicht infrage stellen will. Wir müssen solide Daten haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, originäre Landesmittel neben den Zinsmitteln sind 18,5 Millionen €. Und das hier als großen Erfolg zu bezeichnen, halte ich für falsch, halte ich für Sand in die Augen der Bürgerinnen und Bürger streuen. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie mit ihren Programmen wirklich nicht viel bewirken, sondern dass da deutlich mehr draufgelegt werden muss. Ich komme auch gleich noch zu unseren Alternativen. Aber ich will vorher noch einmal auf die Nummer mit dem Polizeipräsidium eingehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da erzielen Sie eine Einnahme, die Sie jetzt schon verfrühstückt haben, 60 Millionen € für den Fonds zum Rückkauf von Grundstücken. Herr Finanzminister, wie viel von den 210 Millionen € haben Sie denn schon in Ihrer Kasse, die Sie jetzt versprechen, in Maßnahmen zu stecken? Und ich habe gedacht, die Landesregierung hätte beim Verkauf der landeseigenen Grundstücke ihre Strategie verändert und würde sozusagen doch dann auf die Bedürfnisse vor Ort eingehen. Ich bin letztens mit dem Taxifahrer zum Flughafen gefahren. Der hat mir gesagt, Herr Siebel, ich habe mich beworben um ein Haus in Darmstadt in der Marienburgstraße. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Ja, ja, ich krieg's nicht. Da geht es um 36 Häuser, die ehemals von Justizbediensteten der Vollzugsanstalt bewohnt werden, oder 23 davon werden noch bewohnt. Diese Liegenschaften werden nicht für die Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall der Wissenschaftsstadt Darmstadt, zur Verfügung gestellt, sondern werden ausschließlich am Block an einen Investor verkauft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ändern nicht Ihre Strategie. Sie bleiben dabei, dass Sie möglichst viel Geld aus Landesliegenschaften ziehen wollen. Und das muss man benennen, und das halten wir für falsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde erwarten von einer Landesregierung, dass sie vor dem Hintergrund, dass momentan das Darlehens- und Zinserlassmodell nicht mehr funktioniert, einmal darüber nachdenkt, und das ist die Forderung auch der Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einmal darüber nachdenkt, inwieweit man direkte Zuschüsse für den Bau von Sozialwohnungen und mittlere Einkommen zur Verfügung stellen kann und muss, weil nur mit dieser Umstellung
und im Zweifelsfall auch mit dem Angriff dessen, was uns an Geld bei unseren Banken zur Verfügung steht. Nur mit diesen Mitteln werden wir einen wirklichen Schwenk hinkriegen, werden wir mehr Sozialwohnungen bauen und werden wir mehr Wohnungen für mittlere Einkommen bauen. Das muss unser Ziel sein und nicht eine Augenwischerei aller des Masterplans Wohnens, der nichts bewirkt oder wenig bewirkt hat und nur etwas aufbauscht, was in der Realität zusammenschrumpft auf schlappe 10,8 Millionen € pro Jahr. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Siebel. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der heute vorliegende Gesetzentwurf für ein Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz ist bei allem guten Willen, der dahinterstehen mag, leider nichts mehr als die Fortsetzung des bestehenden Darlehensprogramms über das Jahr 2019 hinaus. Das ergibt sich auch eindeutig aus dem heute vorgelegten Dringlichen Entschließungsantrag der Koalition. Weitere Darlehen in Höhe von insgesamt 257 Millionen € sollen zwischen 2019 und 2025 für den Bau von Sozialwohnungen und zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden. Das sind pro Jahr also nur rund 37 Millionen €. Sicher ist es gut, dass die Landesregierung über 2019 hinausblickt und bereits jetzt ein KIPP-Fortsetzungsprogramm vorstellt, dass die grüne Ministerin Hinz dies werbewirksam vor den Landtagswahlen tut, ist verständlich und durchsichtig zugleich. Das will ich auch gar nicht weiter in den Vordergrund meiner Kritik stellen, meine Damen und Herren. Dass Sie sich aber für dieses Schmalspurprogramm dermaßen selbst feiern und ein Gesetz im Übrigen, das von der Landesregierung vorgelegt wurde, auch noch zum Setzpunkt der grünen Landtagsfraktion gemacht haben. Das erstaunt mich aber sehr. Ja, Herr Wagner, offensichtlich hat ja die grüne Landtagsfraktion ihre eigenständige politische Arbeit bereits aufgegeben und versteht sich nur noch als Vollzugsorgan der Landesregierung. Nichts anderes kann ich darin sehen. So. Das entspricht ja auch Ihrem Vorgehen, das ich in den letzten 10 Jahren nicht erlebt habe hier im Landtag, dass eine Ministerin zum Setzpunkt einer Fraktion sozusagen die erste Rede hält. Ja, das ist auch neu. Und es passt natürlich in die Strategie. So. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich zu diesem dünnen Gesetz 10 Minuten lang sagen soll, meine Damen und Herren. Da ist nichts nur grundlegend Neues drin. Weiterhin sollen bis zu 30 Jahre rückzahlbare Darlehen, das ist ja schon erwähnt worden vom Kollegen Siebel, ja offensichtlich, reden Sie nur weiter. Offensichtlich habe ich Sie ja getroffen, Herr Frömmrich, mit meiner Kritik. Sonst würden Sie ja nicht reagieren. Ist schon klar. Also, weiterhin sollen über bis zu 30 Jahre rückzahlbare Darlehen gewährt werden, für die das Land aber nur in den ersten 15 Jahren die Zinsen übernehmen wird. Zuschüsse für die kommunalen Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaft dauerhaft Sozialwohnungen erstellen können, sind jeweils nicht vorgesehen. Zwar taucht der Begriff dauerhaft bereits in § 1 Absatz 1 des Gesetzentwurfs auf, ich zitiere, Investitionen zur Schaffung und Modernisierung von dauerhaftem bezahlbaren Wohnraum, Zitat Ende, so auf, aber ich glaube dennoch nicht, dass mit diesen Darlehen erstmals in Deutschland Sozialwohnungen gefördert werden, die nach Rückzahlung der Darlehen und einer Übergangsfrist weiter
als Sozialwohnung dauerhaft erhalten bleiben. In Österreich kennen wir das etwa. In Wien, in Graz, in Salzburg gibt es dies. Dort bleiben einmal errichtete Sozialwohnungen für immer als Sozialwohnung erhalten. Und das finden wir gut so. Das wäre auch bei uns angesagt. Dann hätten wir nämlich keinen massiven Rückgang von Sozialwohnungen in den letzten Jahrzehnten, sondern einen kontinuierlichen Zuwachs gehabt. Das ist die Folge davon. Sie schaffen ein weiteres Förderprogramm, das die Kommunen ab dem 1. Januar 2019 in Anspruch nehmen können. Diese Landesregierung, wie auch schon ihre Vorgängerregierung, haben die Verantwortung für den Rückgang von einst über 200.000 Sozialwohnungen in Hessen auf heute gerade einmal 90.000. Und das können Sie nicht wegdiskutieren. Aber seit der letzten Rede zur Wohnungspolitik von Herrn Caspar wissen wir ja von ihm auch, dass der Rückgang an Sozialwohnungen ein positives Zeichen sein soll. Herr Caspar, ist er da? Nein? Schade. Schade. Ah ja. Herr Caspar, ich finde das nicht positiv wie Sie. Ich finde es geradezu eine Schande, wenn beide Teile der Bevölkerung 30, 40 oder 50% ihres monatlichen Einkommens für die Miete aufwenden müssen. Da ist nichts Positives dran. Sie haben über viele Jahre zugesehen, wie sich die Summe der Sozialwohnungen Jahr für Jahr verringert. In den letzten Jahren haben wir durch auslaufende Bindung Rekordeinbrüche mit Rückgängen von zwei zeitweise über 10.000 Wohneinheiten innerhalb eines Jahres zu verzeichnen. Dagegen haben Sie so gut wie nichts getan, als lapidar festzustellen, dass sich dieser rasante Rückgang in den nächsten Jahren wohl weiter fortsetzen wird. Sie sind also sehenden Auges zu dieser Situation und in diese Situation gekommen. Zusätzlich haben Sie zugesehen, wie klamme Kommunen ihre Haushalte jahrelang durch Grundstücksverkäufe an finanziell potente Bauträger, meistbietend zum Eigenheimbau, verkauft haben und die öffentlichen Wohnungsgesellschaften ihre eigenen Bautätigkeiten zurückgefahren haben. Und nun legen Sie ein Programm auf, das es den Kommunen ermöglicht, wohlgemerkt auf eigene Kosten, schließlich zahlen Sie ja das Darlehen komplett und nach 15 Jahren sogar noch zusätzlich die Zinsen zurück, Wohnungsbau zu betätigen. Ein zweiter großer Kritikpunkt. Im Gesetz steht auch, dass damit der Erwerb und die Herrichtung von Nichtwohngebäuden ermöglicht wird. Was heißt denn das eigentlich nun? In der Begründung steht dazu nichts drin. Möglicherweise wohl wissentlich nichts drin. Das haben wir aufzuklären. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz reiht sich in eine hilflose Wohnungspolitik ein, die von einem Förderprojekt zum nächsten springt. Sie, Frau Ministerin Hinz, haben vor wenigen Monaten einen Masterplan Wohnen angekündigt. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Einen solchen Masterplan müsste aber eine Strategie zugrunde liegen, die eine einheitliche Wohnungspolitik abbildet, finde ich. Es muss keine sozialistische sein, aber vielleicht eine soziale, Herr Boddenberg. Das wäre doch schon einmal ein Anfang. Ja? Eine solche Strategie ist bei Ihnen aber keineswegs in keinster Weise zu erkennen, Herr Boddenberg, in keinster Weise zu erkennen. Die ständige Einsetzung neuer Förderprojekte, um panisch einzelne Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes zu beheben, ist keine Strategie, Herr Boddenberg, keinerlei Strategie. So. Und es ist ebenso keine Strategie, Herr Boddenberg, und es ist ebenso, hören Sie mal zu, auch keine Strategie, Flächen meistbietend zu verkaufen und den dann eingenommenen Mitteln davon wieder andere Flächen zu kaufen oder an anderer Stelle Sozialwohnungen zu fördern. Das ist keine Strategie. So, am Beispiel des Polizeipräsidiums Frankfurt, Herr Boddenberg, sage ich Ihnen ganz klar, ich sage es Ihnen ganz klar, die Innenstädte sind für alle Bevölkerungsschichten zu erhalten. Dort haben nicht nur Reiche das Recht zu wohnen. Nur, dass das einmal klar ist. Wir als LINKE wollen, dass die Urbanität der Städte erhalten und geschützt wird und keine weitere Verdrängung von Sozialwohnungsberechtigten an die Randlagen oder gar in benachbarte andere Städte Frankfurts erfolgt. Nur, dass das einmal klar ist an der Stelle. So.
Und das ist genau das, was Sie tun und was Sie getan haben und was jetzt noch schön geredet wird, ja, dass investiert wird in Sozialwohnungen. Aber die Verdrängung aus den Innenstädten findet nach wie vor statt mit Ihrer Politik, selbst wenn Sie dafür das gesamte Geld für das Polizeipräsidium in Frankfurt zur Verfügung stellen. Da können Sie nicht drüber hinweggehen. So, nein, die schwarz-grüne Wohnungspolitik bleibt, Herr Boddenberg, weiterhin hilflose Flickschusterei, ohne Konzept und Perspektive. Sie verfolgt beileibe keinen Masterplan. Und darüber können Sie auch mit dem heutigen eingebrachten Schmalspurgesetz nicht hinwegtäuschen. Vielen Dank, Herr Schaus. Als nächstes spricht für die Freien Demokraten Herr Abg. Jürgen Lenders. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal vorab, es ist überhaupt nicht so ungewöhnlich, dass wir einen Gesetzentwurf. Ja, ich wollte meinen Blutdruck schonen. Vielleicht. Ich kann es auch leiser stellen. Ja. Also vielleicht, es ist nicht so ungewöhnlich, dass wir einen Gesetzentwurf auch als Setzpunkt diskutieren. Das haben wir in der letzten Plenarrunde auch schon gemacht. Und es ist gutes Recht. Ich finde es sogar eigentlich aus zeitökonomischen Gründen vielleicht sogar ganz sinnvoll, weil man hätte natürlich auch neben einem Setzpunkt der GRÜNEN auch noch den Gesetzentwurf auch noch diskutieren können. Also von Seiten der Freien Demokraten, da brauchen wir gar nichts zu kritisieren. Meine Damen und Herren, aber ansonsten steckt allerdings auch nicht so sehr viel drin in diesem Setzpunkt und leider eben auch nicht viel Neues bei dem Gesetzentwurf, den die Landesregierung jetzt hier vorgelegt hat. Und in der Tat, meine Damen und Herren, das ist eben ja schon einmal angesprochen worden, das wäre alles neu. Also ich frage mich dann schon, was hier neu ist. Der Kollege Siebel hat eben mal versucht, das schon einmal aufzuzeigen. Was in drei Teufels Namen ist eigentlich an Ihrem Wohnraumfördergesetz so falsch, dass Sie das alles, was Sie jetzt mit diesem Gesetz machen wollen, nicht umsetzen können? Das müssen Sie mal erklären. Das müssen Sie mal erklären. Also, wenn wir eine Erklärung für dieses Gesetz gebraucht hätten, dann fällt das wahrscheinlich in die Abteilung. Es stehen Landtagswahlen bevor. Und die Landesregierung hat wieder einmal versucht, das Thema Wohnungsbau zu ihrem Thema zu machen. Wird Ihnen aber auch wiederum nicht gelingen. Ich finde es bemerkenswert, Frau Staatsministerin Hinz, wie Sie, wenn man wirklich in einer Sachdiskussion ist, klarmachen, dass das nicht das Problem ist, dass wir zu wenig Geld im System haben. Aber in jeder Plenarrunde, wo wir uns über das Thema Wohnungsbau unterhalten, erklären Sie hier, wir bräuchten mehr Geld. Also irgendwie widersprechen Sie sich permanent selbst. Und meine Damen und Herren, die Frau Staatsministerin Hinz hat selber in den letzten Runden auch wieder einmal eingestanden, dass das Grundproblem ist, dass wir nicht genügend Baugrund haben, dass es nicht daran liegt, dass wir zu wenig Geld haben. Aber Ihre Antwort, Herr Boddenberg, auf die Frage, wie schaffen wir mehr Wohnraum, ist dann, wir machen wieder ein Gesetz und stellen noch mehr Geld zur Verfügung, was überhaupt nicht abgerufen werden kann. Selbst das hat die Frau Staatsministerin hier schon vom Pult aus gesagt, dass die Gelder überhaupt nicht abgerufen werden. Das ist leider so. Und meine Damen und Herren, dass bei dieser Herr Kollege Frömmrich, informieren Sie sich lieber über die Dinge, bevor Sie das reinrufen. Aber ich will Ihnen ja auch zugestehen, dass Sie auch zum letzten Mittel gegriffen haben, das, was der Kollege Siebel ja eben bei Ihnen angemahnt hat, dass Sie sozusagen auch zum Mittel der verlorenen Zuschüsse greifen. Das tut diese Landesregierung überhaupt, übrigens. Das darf ich dann durchaus hier mal so vermerken. Nur es nützt Ihnen ja auch nichts. Selbst bei dem Instrument schaffen Sie es nicht mehr signifikant, neuen Wohnraum zu schaffen. Sie sind bei dem letzten Instrument angekommen, was man in der monetären Förderung machen kann. Wann kommt bei Ihnen eigentlich die Erkenntnis, noch mehr Geld hilft eben nicht? Nein, Herr Boddenberg, leider nicht. Und dann, wenn man das
sehen will, dass meine Argumentation, ich habe ja versucht, die ganze Zeit in diesem Gesetz, in diesem recht dünnen Entwurf irgendwie mal rauszukriegen, warum wir dieses Gesetz, diesen Gesetzentwurf dann machen, dann kommt ja dann auch schön der Begleitantrag von Ihnen, Herr Boddenberg. Wenn mich nicht alles täuscht, Herr Boddenberg, haben Sie ihn sogar selber unterzeichnet. Vielleicht haben Sie auch einmal gelesen, was Sie da so alles unterzeichnen. Finde ich dann spannend, dass wir gleichzeitig mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs auch einen Antrag haben, wo wir sozusagen der Ausgang von einem Gesetzgebungsverfahren als Landtag ja schon gleich mehrheitlich beschließen sollten, wenn es nach Ihrer Vorstellung geht. Ich glaube, das hat es auch noch nicht gegeben. Das hat es noch nicht gegeben. Sie bringen einen Antrag ein, dem steht ja dann auch eine Anhörung bevor, aber Sie wissen schon, wie es ausgeht. Meine Damen und Herren, das ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Vor allen Dingen, wenn Sie dann sagen, der Landtag, also wir alle, Sie möchten hier unsere Zustimmung, er ist überzeugt, dass das WIP, heißt es jetzt, damit zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum beitragen wird. Da sage ich Ihnen, also so wie dieses Gesetz ausgestaltet ist, sage ich Ihnen, nö, glauben wir nicht. Deswegen werden wir auch diesem Antrag bestimmt nicht zustimmen. Ganz bestimmt nicht zustimmen. Und jetzt finde ich das sehr schön. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn wieder einmal ein paar Fachpolitiker darüber reden. Nehmen wir Baulandoffensive. Kollege Michael Siebel, man muss es sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen und auch noch einmal die Rede, die Frau Staatsministerin eben hier gehalten hat, Baulandoffensive. Mal abgesehen davon, wenn Sie wissen wollten, warum es wichtig ist, einen Wohnungsbaubeauftragten wirklich zu haben, der die Probleme vor Ort kennt, dann hätten Sie sich mal schön die Rede von Michael Siebel anhören sollen, weil der weiß nämlich sehr im Detail, wie die Situation vor Ort aussieht. Meine Damen und Herren, Sie machen es lieber. Sie machen das lieber mit der Nassauischen Heimstätte. Und da lesen wir, und Sie haben es ja selber bestätigt, Sie haben in der Frankfurter Allgemeinen vom 13.03., Herr Präsident, wenn Sie erlauben, das steht in einem Artikel, dass 10 weitere Machbarkeitsstudien sind nach Angaben von Ministerin Hinz noch in Bearbeitung. Und es kommt dann eben zu der Prognose, die ja eben noch einmal wiederholt worden, 6.250 neue Wohnungen könnten gebaut werden. Ja, könnten gebaut werden. Das haben die Untersuchungen schon einmal ergeben. Mein Gott, das ist aber ein Erkenntnisgewinn, Freunde. Das ist aber jetzt ein echter Erkenntnisgewinn. Wie Sie jetzt aber diese Wohnungen bauen wollen, wie Sie wirklich dann auch die Akteure vor Ort dann dazu bekommen, dass sie auch wirklich das Geld in die Hand nehmen, privaten Investoren es erleichtern, denen sozusagen die Hemmnisse aus dem Weg räumen, dass sie auch bereit sind, in neue Wohnungen zu investieren. Meine Damen und Herren, diese Antwort bleiben Sie schuldig. Sie sagen 6.250 Wohnungen. Sie stellen das sozusagen dar, als wenn die schon entstanden wären. Das ist eine Prognose über dessen, was passieren könnte. Sie haben ja selber, Frau Staatsministerin, den Satz hinterhergeschoben, wenn alles klappt. Ich glaube, damit ist alles gesagt, was man zu dem Thema sagen kann. Es sind Lippenbekenntnisse. Sie setzen nicht die richtigen Instrumente ein, dass wirklich mehr Wohnraum geschaffen werden kann, weil Sie den Investoren und das zu einem guten Rahmen, zu einem guten Rahmenmarktbedingungen, den Investoren das Leben einfach erschweren. Es wird Ihnen nichts nutzen. Sie können noch so viele Setzpunkte dazu fahren. Wenn Sie nicht endlich einen Politikwechsel vornehmen, wird es Ihnen nicht glücken, wirklich die Probleme am Wohnungsmarkt zu lösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Erlauben Sie mir die Bemerkung, ich habe Ihnen nicht erlaubt zu zitieren. Ich werde Ihnen auch in Zukunft niemals erlauben, hier zu zitieren. Sie brauchen keine Erlaubnis dafür, und das gilt auch für alle anderen. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Caspar für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Und wieder wurde durch diese Landesregierung eine weitere Initiative ergriffen, um die Wohnsituation der Menschen in Hessen zu verbessern. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Einbringung dieses Gesetzes.
Der Wohnungsmarkt in Hessen entwickelt sich sehr unterschiedlich. Wir haben manche Regionen in Hessen, wo die Eigentümer Probleme damit haben, überhaupt Mieter zu finden. Und wir haben andere Regionen, insbesondere die Ballungsräume, aber auch die Universitätsstädte, wo wir einen erheblichen Zuzugsdruck haben, aus unterschiedlichen Gründen heraus. Einmal, weil wir dort so viele Arbeitsplätze zusätzlich haben entstehen lassen wie noch nie zuvor. Wir haben heute den höchsten Stand an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen in Hessen, den wir je hatten. Und diese Arbeitsplätze sind vor allem in den Ballungsräumen entstanden. Deswegen gibt es den Bedarf, dass Menschen natürlich in die Nähe ihres Arbeitsplatzes ziehen wollen oder ihn in überschaubarer Zeit jeden Tag durch Einpendeln erreichen wollen. Ich nenne aber auch, dass die Quote der Schüler, die heute Abitur machen und studieren, so hoch ist, wie wir sie noch nie hatten. Auch das ist ein zusätzlicher Bedarf an Wohnungen, gerade in Ballungsräumen oder in den Universitätsstädten. Und als Drittes, das ist eine sehr erfreuliche Komponente, kommt eben hinzu, dass die Menschen aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre mehr Bedarf nach Wohnraum haben. Das heißt, sie können, wenn z. B. Familienmitglieder ausziehen aus den Wohnungen, sich trotzdem weiter leisten, dann pro Person größeren Wohnraum in Anspruch zu nehmen und in der Wohnung wohnen zu bleiben, oder dass sie auch in größere Wohnungen umziehen. Auch das trägt dazu bei, dass der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum gewachsen ist. Das sind, glaube ich, durchaus positive Entwicklungen. Wir müssen aber eben auf der anderen Seite sehen, dass mit dieser Nachfrage nach zusätzlichem und mehr Wohnraum der Wohnungsbau nicht so hinterhergekommen ist, wie wir uns das wünschen würden. Und darunter leiden natürlich vor allem diejenigen, die eben von ihrer Kaufkraft nicht in der Lage sind, jede Wohnung zu jedem beliebigen Preis anzumieten. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Programme machen, die sicherstellen, dass gerade die Menschen, die unter gewissen Einkommensgrenzen liegen, dass sie sich am Markt selbst Wohnungen anmieten können, dass die entsprechende Förderung erhalten. Wir haben hier in Deutschland und in Hessen eben zwei Förderwege. Das eine ist, dass wir Sozialwohnungen zur Verfügung stellen, also Wohnraum, der zu verbilligten Mietpreis angeboten wird. Dabei haben wir allerdings immer die Situation, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Menschen in die Wohnung einziehen, sie sicherlich aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse berechtigt sind, eine solche Wohnung zu beziehen, sie aber oft dann herauswachsen aus diesen Einkommen und sie damit die Wohnung nicht mehr frei machen für diejenigen, die dann vielleicht besonders berechtigt wären, die Wohnungen zu beziehen, sodass wir neben diesem Förderinstrument ja weitere Förderinstrumente haben, nämlich dass wir den Menschen, die mit ihrem eigenen Geld nicht in der Lage sind, angemessenen Wohnraum sich anzumieten, ihnen Wohngeld geben, damit sie eben auch bei geringen Einkommen trotzdem angemessen wohnen können, oder dass wir über die Förderungen, die das Sozialgesetzbuch oder die Sozialgesetzbücher uns geben, die Möglichkeit haben, die Menschen zu unterstützen, dass sie trotzdem angemessenen Wohnraum finden. Und es ist immerhin so, dass 85% der Menschen, die unter den Einkommensgrenzen liegen, dass sie mit ihrem eigenen Geld angemessen Wohnraum sich anmieten können, diesen zweiten Förderweg erhalten, also die Bezuschussung, die finanzielle Unterstützung. Und das ist eben auch der Grund, warum so, wie Sie das als SPD-Fraktion hier durch Herrn Siebel vertreten oder Sie, Herr Schaus, gemacht haben, zu eng ist, wenn Sie einfach nur sagen, die Anzahl von Sozialwohnungen, die ist nun entscheidend dafür, wie Menschen angemessen wohnen. Das stimmt eben nicht, wenn Sie sich fachlich mit den Dingen beschäftigen. Wenn Sie jetzt schon wieder nachfragen, Herr Schaus, dann zeigt es wieder einmal, dass Sie eben entweder nicht zugehört haben oder es nicht verstanden haben oder es auch nicht verstehen wollen. Aber gleichwohl werde ich Sie immer wieder auf diese Zusammenhänge aufmerksam machen. Meine Damen und Herren,
Es sieht so aus, dass wir aufgrund der Anforderungen, die wir haben, eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Dazu gehört eben auch dieses Gesetz. Hiermit wird ermöglicht, dass Kommunen etwas tun, um kurzfristig zusätzliche Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und Herr Schaus, wenn Sie vorhin gefragt haben, Sie haben das nicht verstanden mit den Nichtwohngebäuden, das ist relativ einfach. Es gibt Gebäude, die deswegen als Nichtwohngebäude bezeichnet werden, weil sie momentan eben nicht zum Wohnen sind und nicht zum Wohnen genutzt werden. Und dieses Programm dient unter anderem dazu, solche Gebäude in der Form zu fördern, dass aus, sag mal, einem alten Gewerbegebäude, aus einem alten Bürogebäude jetzt eine Umwandlung gemacht wird und dort Wohnungen entstehen. Das ist eben auch eine Maßnahme, um vor allem kurzfristig zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Sie sehen daran, dass dieses Programm sinnvoll ist und wirkt. Die Diskussion hier von Seiten der Opposition, auch wenn ich weiß, dass es natürlich bei der Opposition keine Koalition gibt, dass es normal ist, dass man sich unterschiedlich aufstellt, aber wenn man die Kritik seitens der Opposition so macht, dass Herr Lenders hier sagt, also, es geht ja nun gar nicht um Geld, das ist nicht das Problem, es werden immer wieder neue Programme mit Geld aufgelegt, das ist nicht das Problem. Und Herr Siebel auf der anderen Seite sagt, also ihr gebt ja da nur 10 Millionen € aus eigentlich, das ist ja alles viel zu wenig, dann sieht man, dass offensichtlich die Politik an der Sache doch sehr begrenzt ist, wie sie hier vorgenommen wird. Richtig ist, dass diese Regierung, und das tragen natürlich die Regierungsfraktionen, genügend Mittel bereitstellen, damit diese vielen Wohnungsinitiativen umgesetzt werden können. 1,7 Milliarden €, eine beeindruckende Zahl. Und entscheidend ist eben auch, dass die Programme, wo vorhin gesagt wurde, die werden nicht abgerufen. Selbstverständlich werden die abgerufen. Ich kenne kein Programm, das nicht in Anspruch genommen worden ist. Richtig ist aber auch, dass die Mittel, die wir bereitgestellt haben, so hoch sind, dass nicht deswegen, weil ein Topf ausgeschöpft ist, eine Förderung nicht mehr stattfinden kann. Und das finde ich ebenfalls einen richtigen Ansatz, dass man die Mittel bereitstellt, dass man eine Vielzahl von Förderprojekten auf den Weg gebracht hat und dass diese auch in Anspruch genommen werden. Gleichwohl wissen wir, dass es eben heute gerade im Ballungsraum einen anderen Engpass gibt als das Geld, nämlich das Thema fehlendes Bauland. Das ist der zentrale Engpass, und das ist ja auch ein Grund, weshalb diese Regierung auch das Thema der Baulandoffensive auf den Weg gebracht hat. Hier müssen wir allerdings auch sagen, dass vor allem die Kommunen gefragt sind. Denn seitdem der Reichsgesetzgeber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts den Kommunen und damit der öffentlichen Hand das Monopol gegeben hat, Bauland auszuweisen, müssen das die Kommunen eben auch tun, damit der Markt, der Wohnungsmarkt funktionieren kann. Solange wie die Kommunen den Engpass aufrechterhalten, zu wenig Bauland auszuweisen, hat der Markt keine Chance, die notwendigen Wohnungen zu errichten. Hier muss mehr getan werden, meine Damen und Herren. Ich stelle daher fest, dass wir in der Wohnungspolitik hervorragend aufgestellt worden sind. Das, was hier an Kritik vorgetragen wurde, Herr Schaus, Sie mussten ja zum Schluss hier sogar nur noch rumschreien. Der Volksmund sagt ja dazu, wer schreit, hat Unrecht. Das konnte man an Ihren Ausführungen besonders gut erkennen, dass der Volksmund an der Stelle auch recht hat. Aber, meine Damen und Herren, ja, Schreien von hier vorne ist das eine, Schreien vom Sitzplatz aus ist das nächste. Aber damit, glaube ich, können wir die Probleme nicht lösen. Wir müssen vernünftig die Themen angehen. Wir haben das mit diesem Programm gemacht, mit dem Masterplan, aber wir setzen uns eben mit vielen gesetzgeberischen Maßnahmen um, so auch mit diesem Gesetz. Wir
werden alle weiteren Punkte dann im Ausschuss beraten können und freuen uns da auf die Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Damit ist die Aussprache zu diesem Punkt beendet. Sowohl der Gesetzentwurf und auch, wie mir signalisiert worden ist, der Dringliche Entschließungsantrag werden damit zur weiteren Beratung verwiesen in den ULA. Dieser kommt zu Beginn der Mittagspause, daran erinnere ich, jetzt im Sitzungsraum 204M zusammen. Vereinbart ist eine Mittagspause von einer Stunde. Deswegen setzen wir fort um 14 Uhr mit dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE. Damit unterbreche ich die Vormittags- und die Sitzung, und wir sehen uns wieder um 14 Uhr.